Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag. Heute ist der 20. November 2023. Es ist 8 Uhr und 4 Minuten. Ich bin heute um 7 Uhr wach geworden. 7:15 Uhr stand ich schon am Arbeitsrechner und habe die ersten Mails und Nachrichten geschickt. Und dann habe ich so: Erstmal ins Bad gehen, Keule. So kannst du doch nicht, wenn jetzt jemand anruft, was soll, es geht doch nicht. Ja, bin ich ins Bad und jetzt bin ich kurz hier und dann geht es wieder zurück an den Arbeitsrechner. Oh, ja. Neue Woche beginnt. Ich habe gut geschlafen, wirres Zeug geträumt, aber jo, alle Dudes soweit. Und ja, bin gespannt, wie der Tag heute wird. Ich muss die Montagsmail ans BAMF schicken, Nachschaltungsdatei befüllen, die Zahlen fürs Team reinstellen und dann mal kicken, was heute noch an Termin ansteht. Um 9 Uhr ist unser Daily. Und jo. Schauen wir mal. Ja, gestern habe ich nicht mehr viel geschafft. Ich habe eine Folge von Modern Family geguckt und wollte eigentlich noch was anderes gucken. Und dachte so, ach komm. Und habe noch ein bisschen Stream von Madding geschaut. Und bin irgendwann um 10, halb 11, glaube ich, dann ins Reich der Träume entschwunden. Ja. Ja, und heute ist nur eine neue Woche. Neuer Montag. Ja. Ja, Rückfahrt hat alles geklappt soweit gestern. Wir waren ein bisschen spät da dran, aber wirklich nur ein paar Minuten. Hinzu war es mehr. Der Zug war super leer. Wurde dann natürlich aber Richtung Berlin immer voller, ist ja klar. Bis Gesundbrunnen gefahren, dann mit der S-Bahn bis zum Potsdamer Platz. Und vom Potsdamer Platz aus dann in den Bus und dann das restliche Stück gelaufen. Ja. Bin gestern Abend noch einen Döner geholt, nachdem ich meine Arbeit erledigt habe und mit Toni gequatscht und so. Heute ist Pen and Paper. Muss ich unbedingt dran denken, nicht, dass das wie vor 2 Wochen ist, wo alle auf mich warten und ich so. Wir gucken mal. 19 Uhr geht's heute wieder los. Gut, das ist es von mir, mehr habe ich nicht. Ich hoffe, es geht euch gut soweit und ihr habt einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche. Ich wünsche euch was. Lasst euch nicht ärgern. Oh, und geht ein bisschen wacher durch den Tag, als ich es vielleicht tue. Ich mache jetzt erstmal einen Kaffee, vielleicht hilft das ja. Das könnte durchaus hilfreich sein, so ein Kaffee. Schauen wir mal. Also. Bis denne, schönen Tag noch. Tschüss.